Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Unirally für das Super Nintendo. In der letzten Folge haben wir die Shuffler-Tour geschafft. Also, geschafft ist vielleicht ein wenig euphemistisch. Wir haben den Bronze-Level geschafft. Und heute schauen wir uns mal die Walker-Tour an. Und bei Walker haben wir natürlich auch wieder 5 Strecken. Warum der Walker ein Eagle ist, weiß ich nicht. Nehmen wir mal so hin. Und die erste Strecke ist Drag Race. Nicht zu verwechseln mit Dragster. Aber ich denke mal, die war auch relativ flach. Auf jeden Fall nur eine Runde, muss ich mich wieder ein bisschen dran orientieren. Und los geht's, versuchen wir, nicht in die Scheiße zu springen. Haha, so Mist. Ich dachte mir noch, oh, dass wir... Naja. Wipeout, klar. Springen wir noch schnell ein bisschen. Haha, Bronze ist in die Scheiße gefahren. Umdrehen, Wipeout, war klar. Oh, all you can, ja. Geld ist gut, bei Geld müssen wir springen. Seitdem wir springen wieder ein Wipeout, das sieht nach Zieleinlauf aus. Also, schnell rein und mit fast 2 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ha, geht doch. Dann, ja, relativ viel geradeaus ging es auch, wobei ganz so flach wie Dragster war die Strecke jetzt nicht. Schauen wir uns Ping-Pong an. 3 Runden auf Ping-Pong. Ich glaube, das war auch noch auf der Karte drauf, oder? Erinnert sich jemand? Kann jemand Tipps geben? Das, ich wollte gerade sagen, sieht nach einer blöden Idee aus, was ich hier mache. Nein, andere Richtung. Diese Richtungswechsel verwirrt mich immer noch. Bronson, komm sofort zurück! Was war das denn? Ich hab doch... wunderschönen Stunt hingelegt. Ah ja, links rum. Der kennt das besser. Ja, der kennt sich hier schon aus. Komm schon! Headbounce. Ach, da gibt's auch einen Punkt für. Na super. Hätte ich das mal früher gewusst. Wow, was war das denn? Da habe ich offensichtlich die richtigen Tasten gedrückt. Tabletop Flip und yay, geschafft! Also die letzte Runde war gut. Müssten wir gleich in der Auswertung mal sehen. Ja, die letzte Runde war gut. In der ersten Runde... Wie kann Bronson denn in der ersten Runde schneller gewesen sein als ich, obwohl ich doch eher durchs Ziel gefahren bin? Hm. Komisch. Ich zweifle die... Zeitnehmung ein bisschen an. 90 müssen wir diesmal auf Hillclimb. Naja, gut, Stunts. Was war denn Hillclimb? Ich glaube, da ging es so die ganze Zeit. Beschleuniger und juhu! Wipeout! Super! Wipeout! Ah, komm nochmal! Also. Double Roll! Juhu! Scheiße! Travel Twist Double Shazam, ja. Wipeout, super. Wir haben die 90 schon erreicht, immerhin, aber ein bisschen strengen wir uns da an, noch ein Wipeout hinzukriegen. Und geschafft. Na gut, 177, 90 ein bisschen übererfüllt. Was macht auch mehr Spaß, wenn es funktioniert. Doppelt haben wir noch geschafft, dreifach haben wir es viermal so insgesamt geschafft, nur vierfach gar nicht. Aber das reicht ja auch.
So, dann haben wir. Es bleiben noch zwei Strecken von Walker, nämlich Hybrid und Shortcut. Und wir schauen uns jetzt mal Racing on Hybrid an. Dieser Track ist irgendwie lauter als die anderen. Naja, was soll's. Wipeout geht ja gut los. Bronzen hier schon wieder Posen. Aber ich bin schneller. Oh, ich bin ganz gut. Oh nein. Oh, das wäre schön gewesen in der. Hallo? Richtig rum? Kaboom! Ja! Da hat er nicht mitgerechnet. Sich da im Hintergrund. Ups. So tolle Tricks mache und dann so aufhole. Oh oh, Zieleinlauf. Das war schnell. Unter einer Minute. Und wir haben gewonnen. Ja gut. Nach den tollen Stunts war das natürlich auch. Klar. Gut, auf geht's. Shortcut, drei Runden. Ich überlege, ob es hier eine Abkürzung gibt. Werde sie wahrscheinlich nicht finden. Auf Rot zu springen ist eine blöde Idee, aber ich mach's trotzdem. Ich ziehe wahrscheinlich Bronze vorbei, mache noch einen Wipeout, wunderschön. Hallo, nein! Nein, nicht nur. Oh. Captain Wipeout hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, ich nehme hier mal eine Abkürzung. Wenn es denn eine war. Hohohoho. Da sieht der Zieleinlauf aus. Stolper hier nochmal drüber. Ich weiß jetzt nicht so recht, was die Abkürzung war. Ich hoffe, ich habe sie genommen. Nein. Da ist ja was Gelbes, da springen wir lieber. Und ich hoffe, das ist eine Abkürzung. Auf jeden Fall fühlt es sich wie eine an. Letzte Runde. Ich glaube, wir haben einen komfortablen Vorsprung. Dass ich das nicht hinkriege, dass ich da aufhöre zu rotieren. Naja. Huch. Wipeout? Das ist ja wohl kein Wipeout. Ich bin genau mit dem Rad aufgekommen. Beschiss. Ah, das passiert, wenn man die Abkürzung nicht springt. Gut. Wissen wir das auch. Habe ich natürlich nur zu Demo-Zwecken gemacht. Bin einfach scheiße gesprungen. Naja, komm. Jetzt nochmal schnell ins Ziel hier und dann... Hätten wir auch diese Strecke geschafft. Gerade noch die Auswertung anschauen. Wir waren bei drei Runden jeweils in den ersten beiden schneller als Bronzen in der letzten Runde. Das hat nicht so gut funktioniert. Da sind wir die Abkürzung auch nicht gefahren. So. Eine weitere Medaille. Wir haben die Walker-Tour geschafft. Allerdings auch hier wieder nur in Anführungsstrichen Bronze, denn da müssen wir noch zweimal öfters durch und dabei jeweils besser sein als unser Gegenspieler. In der nächsten Folge schauen wir uns dann einmal die Hopper-Tour an und versuchen dort Bronze zu ergattern. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.